ob das ein geiler Tag wird. Guten Morgen. Wir sind heute wieder auf Wanderschaft. Es geht von Erschwil über die Hohe Winde zum Paswang. Das Wetter ist wunderschön, die Natur blüht langsam auf. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, was der schöne Tag so bringt. Jetzt haben wir da gerade unsere Hütte entdeckt. Ich glaube, wenn wir so eine Hütte hätten im Wald, würden wir gar nicht mehr in die Zivilisation wollen. Ja, nu! Die haben uns das Wanderzeichen geklaut. Jetzt wissen wir nicht, wo wir durch müssen. Ich glaube, wir sind dort. Hohe Winde, wo seid ihr? Ob wir richtig sind, wissen wir nicht. Aber die Aussicht ist grandios. Und ich liebe die Felsen vom Jura. Juhu, wir haben uns am Weg wieder gefunden. Ah. Es duftet so fein. Ich habe den Duft so vermisst. Nach Gras und Blumen. Schmeckt's gut? Schlüssel blieben. Es ist der Hammer, es ist der Hammer. Wiesen, die nach Marzipan riechen. Drei Griechvögel in der Luft. Ein Schatz vor dem Kreuzstund. Und da bin ich, wo es einfach nur gut geht. Ja, willst du da am Juchzen? Yay! Schau, da kann man sogar raus schauen. Ah, schön. Mega hoch. Schön, ja. Das war auch ein ziemlich böser Aufstieg war da. Ist fast der Hang raufgefallen. Weißt du? Ich glaube, wenn wir uns das Video im Winter anschauen, können wir uns gar nicht vorstellen, wie gut das dort schmeckt. Und der Frühling hat erst angefangen. Und das ist einfach nur mal genial. Jo. Da vorne hat das Drehkreuz. Wir haben gerade einen Fuchs gesehen. Nur mal war der schneller als mir. Und auf der Seite vom Hang ist schön. Es ist sogar noch wärmer als auf der anderen Seite.
Also wir sind jetzt ziemlich lang bergauf gelaufen. Jetzt haben wir es gerade ein bisschen bequem da. Gell? Ja. Mega schön, es ist schön warm. Fast 9 Kilometer. Steil gewesen teilweise. Kilometer schlafen, ne? Ja, genau. Schlafen, ja. Mega krass gewesen gerade. Aber ja, wir sind ja kräftig. Wir haben ja trainierte Beine. Wuhu! Oder so. Hat es einen Hangrutsch gegeben, so wie das aussieht. Alles in die Bäume rein geht. Das sollen Ricola Kräutergärten sein. Ja, sehr. Sehr, sehr. Das sieht aber aus wie Margarita, oder? Und nicht wie Kräuter. Was? Na ja. Wir sind ja recht viele Höhenmeter hochgelaufen und der Ausblick zeigt uns schon was, dass sich Schweiß gelohnt hat, Schweiß und Mühe. Kann man nur jedem sagen, er soll rausgehen, gehen wandern. Wow, hey, wow, wow, au, au. Geht wieder ein Stück aufwärts. 300 Höhenmeter müssen wir noch. Knusper, knusper. Mm. Mega fein. So, wir sind jetzt seit fast 4 Stunden unterwegs. Es ist Mittag, kurz nach 2. Da oben, wo es dreieckig auf dem Berg, hoffen wir, dass das Bergauflaufen langsam das Ende hat. Wir haben sicher über 800 Höhenmeter gemacht. Die Aussicht ist gigantisch, man sieht sogar den Rostturm von dort oben. Wir haben schon so eine kleine Sitzpause gemacht. Es hat mega viele Greifvögel unterwegs. Wir haben den Fuchs gesehen. Und sind langsam voll im Marsch. Aber es ist einfach nicht mehr geil. Es sind keine Leute rum. Heute ist Freitag. Der letzte Tag vom Monat März, der 31. Ja. Und wir wandern schon. Sicher das dritte oder vierte Wochenende, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es mega schön. Mega frisch.
windlich da oben. Eben voller Marsch. Mag nicht mehr. Yay. Yay. Wow. 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 Wir haben die hohen Winde bezwungen. Yes. Laufen wir wieder abwärts Richtung Passwangtunnel. Hoffen, dass wir unseren Bus noch kriegen in 2 Stunden. Wir sind 5,5 Stunden schon unterwegs. Sind mega kaputt. Aber der Weg ist schön. Man hört wieder nach die Straße da unten. Ja. Juhu! Ich glaube, wir schaffen es. Unsere lang ersehnte Bushaltestelle da vorne, Passwangtunnel. Die Sonne ist weg, es ist schon ein bisschen windiger und wir sind beide voll miert. Glück, das ist grüner als letztes Mal. Wir fahren gerade nach Zwinger. Wir sind voll im Arsch. Dein Wiel dreht. Schön ist es hier. Sie ist mir und ich bin miert. Und sie ist miert und ich bin miert. Wir sind beide miert. Oder? Ich Noch so gern.